Hallo, liebe Freunde der Zahltagsstrategie, da bin ich wieder, Nils Gajowi. Heute mal zum Thema Aktiensplits. Da gab es eine ganze Reihe von Fragen und ich will heute zwei Dinge unter die Lupe nehmen. Zum einen die Apple-Aktie, die kann man nämlich schön als Beispiel für die Rolle von Aktiensplits ranziehen. Apple hat ja bekannt gegeben, seine Aktien im Verhältnis 4:1 zu splitten. Was bedeutet das? Nun, man macht aus einer 400-Dollar-Aktie 4 100-Dollar-Aktien. In der Summe ist es genau das Gleiche, was ich dann im Depot haben werde, einfach nur die vierfache Anzahl. Dafür viertelt sich die Dividende, dafür wird auch der Gewinn pro Aktie eben auf ein Viertel fallen. Und aus den 4,36 Milliarden Stücken Apple, die jetzt umlaufen am Markt, werden dann eben über 17,4 Milliarden Aktien werden. In der Regel machen Aktiengesellschaften so etwas, wenn der Aktienkurs zu hoch steigt. Also einmal, wenn der Aktienkurs sehr hoch ist, dann hat man natürlich das Problem, dass weniger Leute sich die Aktie leisten können. Ja? Und dann macht man eben die Aktie optisch billiger. Darauf fallen insbesondere Privatanleger immer wieder gerne rein. Apple macht das auch nicht zum ersten Mal. Apple hat 1987, im Jahr 2000 und im Jahr 2005 bereits Aktiensplits im Verhältnis 2:1 durchgeführt. Und im Jahr 2014 gab es den letzten Aktiensplit, da stand die Aktie bei rund 700 Dollar. Da hat man im Juli 2014 einen Split 7:1 durchgeführt und dann war die Aktie wieder knapp unter 100 Dollar. Wer also 1987 eine Apple-Aktie im Depot hatte, der hat heute schon 56 durch die 4 Splits und er wird demnächst dann eben 224 Stücke haben. Wie wichtig das ist, das zeigt die Entwicklung der Börsenumsätze. Wenn man das nämlich mal vergleicht mit Aktien, die nicht gesplittet werden, wie eine Berkshire Hathaway beispielsweise, wird man feststellen, das Volumen in dieser Aktie, also die Anzahl der gehandelten Stücke am Tag, lag beispielsweise am 31. Juli bei 275 Aktien an den amerikanischen Börsen. Das ist jetzt nichts, wo die Börsen Luftsprünge machen. Die verdienen ja am Umsatz, also am gehandelten Volumen, Stückzahlen und Werten, die umlaufen. Und bei den Optionsbörsen wird es noch schlimmer. Wer kann sich schon eine Option auf Berkshire Hathaway kaufen? Die bezieht sich ja immer auf 100 Aktien. Ja, das ist also schon eine ganze Menge Holz, was man da vor der Hütte haben muss, wenn man sowas machen will. Deswegen werden eben auch Aktien optisch billiger gemacht. Etwas anders verhält sich die Sache bei einem zweiten Split, der dieser Tage schon vollzogen wurde, nämlich Brookfield Renewable Partners, das Kürzel ist BEP. Wer hier dieser Tage in sein Depot geschaut hat, der hat festgestellt, dass der Aktienkurs von BEP an einem Tag um über 20% nach unten ging und er hat in seinem Depot eine neue Aktie vorgefunden, nämlich BEPC. Der Aktiensplit hier vollzog sich im Verhältnis 5:4, das heißt, man hat für 4 Aktien eine neue bekommen und die 4 alten noch behalten dürfen. Man hat also jetzt statt 4 BEP, 4 BEP und eine BEPC. Was ist das Besondere? Nun, die Brookfield Renewable Corporation mit dem Ticker BEPC ist eine Tochtergesellschaft der Brookfield Renewable Partners, aber es ist rechtlich ein anderes, ja, juristisches Gebilde, führt also eine andere Firma, es ist ein anderes Rechtskonstrukt. Die ist eine klassische Aktiengesellschaft und BEP ist eine Limited Partnership. Der Hintergrund dieser ganzen Geschichte ist, dass man eben andere Investoren ansprechen möchte. Also zum Ersten, institutionelle Investoren dürfen häufig nicht in Limited Partnerships investieren. Und weil man das möchte, dass die eben sich verstärkt für Brookfield interessieren, gründet eben Brookfield Renewables eine Brookfield Renewables Corporation. Diese Korporation ist dann eine Aktiengesellschaft und da kann beispielsweise jede Pensionskasse, jeder Fondsmanager auch sich drin einkaufen. Der zweite Grund ist, dass klassische Aktiengesellschaften eben auch beim Erreichen bestimmter Kriterien in allen Indizes gelistet werden können. Limited Partnerships finden wir beispielsweise im S&P 500, aber wir finden sie nicht im Russell und wir finden sie auch nicht im MSCI-Index.
oder in den MSCI-Indizes. Wenn jetzt aber eine Corporation entsteht, eine Aktiengesellschaft, dann können die also auch im Russell und im MSCI gelistet werden und dann wird das wieder institutionelle Emittenten beispielsweise von ETFs anziehen, die dann diese Aktien auch kaufen müssen. Also auch eine Form der Kurspflege. Und der dritte Grund für solche Aktiengesellschaften, das sind steuerliche Gründe. Amerikaner und Kanadier haben andere Steuerregeln, wenn es um Aktiengesellschaften geht und um Limited Partnerships. Hier wird es also für viele Amerikaner und Kanadier einfacher, wenn man eine Aktie kauft und keinen Anteil an einer Limited Partnership. Übrigens nicht erschrecken, die Dividende oder Ausschüttung bei BEP wird natürlich nach diesem 5:4 Split auch um 20% gekürzt. In der Summe allerdings bleibt sie genau gleich, denn man hat jetzt ja statt 4 Anteilen 5 Anteile im Depot. Ich hoffe, das hilft wieder ein bisschen weiter beim Aufpassen aufs liebe Geld und beantwortet die eine oder andere Frage. Einen schönen Tag wünsche ich euch noch. Passt aufs Geld auf, euer Nils Gajowi.